Wuhu, Manpower. Moment mal, das heißt, ich muss daran? Ja, die musst du aufziehen. Aber das geht schneller als Dings, glaube ich. Gucken wir mal. So, Pulverizer, Manpower. Als meine Einlog-Versuche. Ein Antreiben. Funktioniert das? Funktioniert gar nicht. Kannst vergessen, Manpower, Turbine ist für den Arsch. Ja, ach. Wir brauchen ein Atomkraftwerk. Ja, wirklich? Weiß ich nicht, aber mehr Power ist immer gut. Ja, ist immer gut. Wie wär's, wenn du noch ein Steam-Dynamo baust? Nein. Okay, der Pulverizer fängt jetzt an, also so wird es nichts. Kannst du dich noch erinnern, Nein. wie auf deiner Liste Furnace Generator stand? Das wäre ganz toll, wenn du den jetzt bauen könntest. Der steht da überhaupt nicht drin. Doch, der stand da drin. Ach, den hat jemand rausgestrichen, ich weiß nicht mehr. Ey, komm, bau einen Furnace Generator, der hilft uns jetzt echt weiter. Ja, warte. Da brauchen wir einiges an Iron, aber der Pulverizer wird es wieder rausholen. Das verspreche ich dir. Ist das nicht toll? Ich kann Versprechen geben, weil ich so viel Ahnung habe. Ja, weil du der Admin bist, kannst du auch jederzeit wieder widerrufen. Hier, was? Hier ist noch ein Redstone drin, wenn du den brauchst. Hast ist du gerade rausgekommen. Ich habe eine Schere. Jetzt sag nicht, das war nicht das, was du wolltest. Genau das. Gut. Aber wofür brauchst du jetzt eine Schere? Ich meine, wozu brauchst du jetzt Dirt? Ich mach nebenbei das Farmland noch. Okay, dann baue ich halt einen Furnace Generator. Ja, siehste, geht doch. Vor allem geht das auch viel schneller. Das ist nur ein Ofen, ein bisschen Iron und Redstone. Ach, verdammt, Redstone. Ich brauche noch ein Redstone, kann da jetzt nicht so schwer sein. Und ich glaube, ich brauche alles Iron, was wir haben. Aber der Pulverizer ist eine gute Investition in die Zukunft, verdammt. Du machst das schon. Mir fehlt sogar ein Iron. Wir müssen ein Iron schmelzen, aber ich hoffe, das ist kein Problem. Wir haben also ja noch für dich nicht. Wir haben ja noch ziemlich viel Zeug da, nicht wahr? Ich brauche noch ein Iron und ein Redstone. Komm schon, jetzt verlass mich nicht. Ich verlass dich. Nein, ich meine hier mein Glück oder wie auch immer. So. Aber ich habe gleich ein Iron. Schneller als du sagen kannst. Fertig. Tja. Keine Ahnung, was könnte man da sagen? Ja, was könnte man da sagen? Kannst du so eine Ratemusik jetzt noch einspielen? Ich habe keine Ratemusik. Ich bin schon ein paar Mal verzweifelt bei Ratemusik. Jetzt muss ich erstmal das Gold hier rausholen. Ja, meinst du denn, das darf ich? Ja, weiß ich nicht, frag doch mal. Wen soll ich denn da fragen, Mr. Jeopardy? Ja. Wer hat das nochmal gemacht? Ich habe keine Ahnung. Frank Elstner? Ich habe keine Ahnung. Richtig. War der das? Ja, den habe ich auch erst gedacht, aber dann dachte ich, das wäre so typisch, dass das schon der falsch ist. Ich weiß es nicht, das war der erste, der mir eingefallen ist. Ich habe doch keine Ahnung. Er ist so ein grauer Mann halt. Ein grauer Mann, so wie ich jetzt. So alt wie du, ja. Ja, so alt wie ich. Das verletzt mich. Er ist so schön. Ach, Mann. Ich brauche noch mehr Lava für den scheiß Furnace hier. Lava. Mann, da ist Blut drin. Was soll ich denn jetzt damit? Blöder Dreck. Ja, schieß es dir in die Venen. Ha, noch ein Redstone. Sehr schön. Wir brauchen nur noch ein Iron. Und dann haben wir einen vollautomatischen Hammer. Sozusagen. Ja, wirklich, der Pulverizer macht aus Cobblestone Gravel und aus Gravel Sand und aus Sand Dust. Hier, diese Maschine läuft mit Strom und so. Mein Computer läuft auch mit Strom. Ja, das ist jetzt so eine ganz neue Sache, dieser Strom. Das ist ganz hip und neu und das sollst du mal jeder weiß, wo der Strom gelb ist, ne? Ja, und jeder weiß, wenn einem Glühbirnen ausknallen, dann fliegt man vom Server und so eine Sachen. Also bei mir nicht. Dann gibt's einen schönen Timeout und dann bist du weg vom Fenster. Eine Fresse. Ach, dann wieder so scheinert, jo, ich glaube, der Server ist gerade abgespielt. Wirklich? Ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Mir ist noch nie meine Box ausgegangen. Wer denkt dann an einen Kurzschluss, dass die Box ausgeht? Ich bin ja schon froh, dass es keinen Kurzschluss in dem Zimmer hier gab, wo ich gerade bin und mein Computer einfach ausgeht. Zack, tot. Das wäre noch was gewesen. Das wäre echt lustig gewesen. Ich konnte dich ja nicht mal anschreiben, mein Internet ist tot. Hör, wie denn ohne Internet? Das erinnert mich an einen Arbeitskollegen, der auf einmal bei uns anruft. Mein Telefon geht nicht mehr. Ja, super, ne? Oh Mann, ey. Genau. Telefonreparaturdienst und deine Telefonnummer, ganz toll. Das ist eigentlich total dämlich. Das Telefon, wovon du gerade telefonierst, ja, genau das. Genau das geht nicht, ja. Also zumindest ging es eben nicht. Oh Mann, ey. Aber wenn einer guckt, ne, dieser Vorführeffekt. Ja. Mist!
Ach doch, es hat gerade gereicht. Wir haben nicht mehr einen Tropfen Lava im Furnace. Gar nichts. Nicht? Nein, überhaupt nichts. Aber wir haben noch jetzt noch ganz viel irgendwo, oder? Ja, ich muss nur warten, bis der Cobblestone da geschmolzen ist. Aber jetzt haben wir erstmal einen Furnace Generator. Und der erzeugt Strom durch Kohle, ausschließlich durch Kohle. Oder, ich meine, der braucht kein Wasser. Da können wir alles reintun, was verbrennt. Wir brauchen mehr Monsterfarmen, ey. Und der erzeugt jetzt Strom für den Pulverizer. Und der wird unser Cobblestone und Gravel verarbeiten. Oh, ist das geil. Guck dir das an. Wir haben schon ziemlich viel automatisiert. Damit meine ich, ich habe schon ziemlich viel automatisiert. Ey, ich habe auch was gemacht diesmal. Ja, naja gut. Aber ich weiß, dass das weh tut, das so zu geben. Nein, komm. Genau, das ist ja schon mal schön, dass du die Maschine verstanden hast. Das guck dir mal diese Maschine hier an. Großartig. Guck mal hier. Das linke, der Furnace Generator, da packen wir alles rein, was brennt. Kohle oder irgendwas aus Holz. Und der produziert Strom für diesen weißen Block. Und der verarbeitet gerade Cobblestone zu Gravel und tut es automatisch hier in diese Chest. Und wenn du Sand haben willst, tust du den Gravel nochmal in den weißen Block und der macht Sand draus. Also dasselbe wie da vorne. So ungefähr. Der siebt das durch. Der will das, was aus dem Pulverizer rauskommt. Ja, nur das ist jetzt mit Strom hier. Aber so vom Prinzip ist das doch das gleiche, dieser Automatismus. Dadurch, dass der hier aus Cobblestone Gravel macht, müssen wir keine Hämmer mehr machen. Wir müssen keine riesigen Türme mehr bauen und dann runterfallen und sterben. Weil jemand unten was weggekloppt hat. Ist ja auch egal, warum. Nein. Aus welchen Gründen auch immer. Nein. Aber wir müssen. Das ist nie egal. Wir müssen nie wieder Cobblestone abbauen und wir müssen nie wieder Cobblestone zu Gravel verarbeiten. Das macht der Pulverizer automatisch. Und das ist eine Errungenschaft. Da rennt schon wieder eine Katze rum. Ey, wenn du jetzt gleich nur einblendest, ne, Achievement Get, wo du Errungenschaft gesagt hast. Das wäre natürlich eine feine Sache, aber das kann ich gar nicht, sowas. Da müsste ich ja was designen, grafisch, um es dann einblenden zu können, und das kann ich gar nicht. Kenne ich. Das ist immer so furchtbar. Man hat relativ viele Ideen, aber kann sie dann immer nicht umsetzen. Das finde ich sehr traurig. Magst du ein paar gebackene Kartoffeln? Das finde ich viel trauriger, als keine Ideen zu haben. Ja, ich habe gerade meinen Kortensaft ausgetrunken. Ich war nämlich brav. Schau auf, es regnet gebackene Kartoffeln. 14. Ja, so viel geben wir jetzt aber auch nicht. Ja, na, es ist halt was. Wir haben davon so viel, es ist ziemlich wahnsinnig. Es sind schon wieder zwei Katzen eingezogen. Ah, die ist ja fast komplett hier. Ja, du hast gesagt. Ach, na, wunderbar. Ha? Dann kannst du ja auch schon mal Fences herstellen, um das da abzusichern, damit nichts runterfällt. Alles klar, sowas kann ich. Und der ganze Dirt hier ist jetzt gleich fertig, dann ist die Plattform komplett. Bam, cool. Willst du die setzen? Ich wollte dir das jetzt nicht wegnehmen. Aber ich dachte, hier habe ich gerade Blätter reingetan und deshalb dachte ich, ich mache das. Ich dachte, du baust die Zäune. Aus Green Hardwood. Ja, von mir aus welcher Farbe auch immer, es ist ja egal. Ich weiß nicht, warum wir das ganze Holz hier haben. Ja. Das ist sogar, ein Idiot hat so ein Reward-Pack geöffnet. Das ist sogar ziemlich wertvoll eigentlich. Weil es sehr lange dauert, diese Bäume zu züchten und zu züchten einfach. Das ist eigentlich ein sehr aufwendiger Prozess, der Bienen erfordert. Wer hat denn welche weggeschmissen? Warte, was war da irgendwas, ne? Ja, ne, ich meine, wir haben das Holz. Wir haben ja keine Saplings, um sie anzupflanzen. Deshalb haben wir die Bäume ja jetzt nicht. Schiss? Hä? Ja. Wenn wir jetzt anstelle vom Holz einfach die Saplings bekommen hätten, dann könnten wir die Bäume jetzt anpflanzen. Aber nur mit dem Holz geht es ja nicht. Und ich werde mal dem Steam Dynamo da hinten ein bisschen die Kohle wegnehmen. So viel braucht er nicht. Weil die Kiste ist fast voll hier. Meine Fresse, der ist sehr effizient. Cool. Das freut doch jemanden. Und wir haben einen komplett reparierten Bogen, wenn du da Interesse hast. Nee. Ich meine nur, könnte ja sein. Hey. Und nicht vergessen, hier sind ja Zombie-Brains drin, die können wir auch verkompostieren. Und da sind ein paar Knochen drin, damit können wir hochzüchten. Und da sind Strings drin, die können wir kompostieren. Und da ist Gunpowder drin, da können wir Dynamit draus bauen. Durchatmen. Früher oder später werden wir eine Atombombe bauen, du wirst schon sehen. Ja, aber nicht da, nicht den kaputt machen. Ach so, du machst erstmal. Ach so, okay. Ja, das geht okay. Doch, auf der Ecke. Ja, ist in Ordnung. Nein, noch nicht. So, das ist ein halber. Du kannst ihn doch gleich platzieren. Ja, aber ich will erstmal so ein Tor bauen, warte. Ja. Aber die. Nee, die können noch nicht durch. Das ist noch zu gefährlich. Und was habe ich natürlich wieder nicht? Holz.
Wir haben so viel Holz. Ja, aber da muss ich erst wieder was machen. Ja, das ist eigentlich eine Verschwendung. Ist voll, ey. Das ist eine Verschwendung, dieses Holz nicht für Plattformen zu benutzen, weil das so bunt ist. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Ha, ist das nicht alles schön. Haben wir nicht noch so ein bisschen Holz? Nee. Nö, wieso? Brauchen wir nicht. Es ist völlig egal, welches Holz wir nehmen. Aber wenn du jetzt einen bunten Zaun baust, dann wird er sich mit dem nicht verbinden. Gilt das auch für... Nee, aus dem Greenwood kamen aber normale Zäune raus, ne? Okay. Sticks. Ach so, normale Sticks, stimmt ja. Stimmt, die Sticks haben... Okay. Nee, außer bei den blauen, die waren ja blau. Ja, das war auch nicht Forestry, sondern Natura. Das ist eine andere Mod. Also bei dem einen ist es so, bei dem anderen nicht. Hier bei dem halben? Nee, bei dem Holzblock möchte ich den Zaun, ansonsten springen die darüber. So. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir noch... Wer hat denn das gemacht? Ja gut, egal. Wir müssen hier noch mehr Zaun hinstellen. Hast du Zaun? Ich habe noch zwei Zaun. Okay, wir brauchen aber noch drei Zaun. Wir brauchen noch drei Zaun. Guck mal, wie die Katzen unbedingt entkommen wollen. Ich sag dir, die sind darauf programmiert, entkommen zu wollen. Boah, ich jetzt einmal daneben schlage, ist das Schwein. Ist egal. Nein. Lass das sein. Ich platziere einfach den Zaun. Die Katze kann noch da bleiben. Nein. So, wir brauchen noch zwei Zaun. Wo rennst du hin? Du hast Zaun in der Hand. Da. So. Einen noch. Er rennt weg? Warum rennt er weg? Weil ich keine mehr habe. Wo will er nur hin, verdammt? Ja, wenn wir den Block hier lassen, dann können die auf den Block springen und über den Zaun. Aber wenn der Block weg ist, können sie nicht über den Zaun. So. Das wird ein großer Moment. Die Freilassung der Tiere. Hast du eine Schere zum Band durchschneiden? Sag nicht, hier ist ja nicht mal ein Band, weißt du? So, bam! Das hätte so ein epischer Moment werden können. Kommt, ihr seid frei. Also, ihr habt ein größeres Gehege. Ja, sehr gute Idee. Aber das Schwein mag Karotten. Mann, doofes Schwein, jetzt geh aus dem Weg. Hallo. Jetzt komm schon rein, du behindertes Mistschaf. Guck nicht das so dämlich. Guck mal, das ist Genmais, jetzt komm her. Das guckt voll behindert. Mann, verdammt. Ey, wir haben doch die Golden Lassos. Warte, ich hol's. Ob die wollen oder nicht, wir holen sie da rein. Das Schwein kommt jetzt schon freiwillig. So, ein Golden Lasso. Die kommen. Ich habe keinen Platz mehr. Mist. Also das Schaf ist schon mal drin. Ich werde es einfangen. Machen wir das Tor zu. Bam. Schwupp. Hurra. Wir haben eine Farm. Unsere Los, kleine kreuzt Farm. Kreuzt euch. Ja, genau. Wir wollen... Himbeertoni. Himbeertoni? Wir wollen Himbeertoni? Wieso? Warum? Was das? Ja, weil das Schweinchen so rosa ist wie Himbeer. Ach, natürlich. Und das Schaf heißt Toni, nicht? Wer sagt, dass das Schaf Toni heißt? Auf welcher Skyblock-Versammlung wurde das besprochen? Da war ich wohl nicht anwesend. Richtig. Das ist nur für Nicht-Admins. Ja, da bist du aber auch ganz schön einsam, ne? Das ist schon... Naja, es gibt nur einen Nicht-Admin hier. Ja, aber es gibt auch nur einen Admin, ne? Wow, ich habe hier Mahagoni-Holz. Donnerwetter. So, dann können wir das hier nämlich auch schön machen. So. Und dann können wir das hier flach machen, platt machen. So, und dann sind die ganzen unschönen Unebenheiten ausgeglichen und keine Löcher mehr im Boden und sowas. Dieser ganze Mist. Ach, Mist. Sehr schön. Eine Fackel weggeschmissen. Was hast du? Mir fehlt eine Fackel. Gut, ich habe noch. Bam. So. Nein, ich habe F7 hast du auch an. Ja, ich habe auch F7 an. Ist schon gut. So. Cool. Haben wir viel geschafft, ha? Das war ja, ne? Und wenn wir wiederkommen, haben wir saftiges Grün, ey. Wenn wir wiederkommen, haben wir bestimmt 10 Kühe und 7 Schafe. Und noch mehr tote Katzen. Ich hänge hier fest. Noch mehr tote Katzen. Ich hänge hier fest. Bam. Und noch mehr tote Katzen. Toll, ich hänge hier fest. Nee. Oh, meine Fresse. Also ich kann dir schon mal sagen, die Chest wird voll sein, wenn wir zurückkommen. Der Server läuft ja nicht immer, aber... Ich hab Bock, jetzt den Rücken zu schlagen. Tja, ach was, meine ich. So viel ist es eigentlich nicht, ne? Ja, aber wie lange läuft er jetzt? Eine Stunde oder so? Das ist schon... Ich finde, das ist recht viel. So. Oh, du hast ja schon mal Gravel in den Pulverizer gepackt. Auch gut. Hä? Du hast schon mal Gravel in den Pulverizer gepackt, weil da Sand in der Chest ist. Ist ja egal. Kannst du doch. Mach doch. Bitteschön, wenn du willst.
Wovon redest du? Dass du schon mal Gravel in den Pulverizer gepackt hast, weil Sand in der Chest war. Habe ich nicht gemacht. Na, dann hast du so Sand in die Chest gepackt. Ist ja auch egal, ist ja völlig wurscht. Hörst du jetzt auf, ständig Katzen zu töten? Was ist nur los mit dir? Was stimmt mit dir nicht? Guck mal in den Furnace Generator. Da sind 362.880 Redstone Flux drin. Und der Pulverizer fasst gerade mal 48.000. Das heißt, da ist sehr viel Strom drin, um dieses kleine Gerät zu befeuern. Ist ja schon mal aufgefallen, dass ich eine Eisencup habe? Nein. Aber weißt du was? Ich ignoriere das einfach. Die war da vorne in der Zombie-Kiste. Sag mal, wir haben einen Hopper. Das habe ich gesehen, da habe ich mich tierisch drüber geärgert, weil ich letzte Aufnahmesession einen gebaut habe. Dann können wir nämlich den Pulverizer noch weiter automatisieren. Das will ich noch kurz machen. Das ist hier schon Höhlengeräusch, ey. Warum auch nicht? Wo ist der Hopper? Ich weiß, wir hatten einen. Der ist doch eine Truhe, oder nicht? Da. Ja. Ja, ich musste aber nur die richtige Truhe finden. So. Dann packe ich jetzt hier nämlich auf den Pulverizer einen Hopper. Sag ihm, sein Input ist oben. Und dann tun wir Cobblestone da rein. Na, ist mir völlig egal, was du sagst. So. Ich habe jetzt einen Hopper auf dem Pulverizer. Das ist wie ein automatischer Furnace. Den wir schon mal gebaut haben, wenn du dich daran erinnerst. Lang, lang ist sehr. Ja, sehr lange. Ist Lang, Lang nicht ein Klavierspieler? Lang, Lang? Ling, Lang, Lang. So, wunderbar. Wenn du jetzt hier Augen für hättest, dann würdest du sehen, der Pulverizer wird mit. Ich stehe genau neben dir, falls du Augen hättest. Ah ja, ich gucke mal nach links. Großartig. Siehst du, in dem Hopper ist Cobblestone drin, der Pulverizer hat oben seinen Input, der wird jetzt immer weiter mit Cobblestone befüllt und die Chest wird sich mit Gravel auffüllen. Ah, Pessi, wo nehmen wir denn so viel Cobblestones her? Willst du dein Meisterstück noch mal zeigen? Nein, das ist mir jetzt zu doof, weißt du? Wenn wir wollten, dann könnten wir dieses Better Eine Barrel... Eine Leitung rüberlegen, ne? Ja, natürlich, mit Item Ducts. Hast du die nicht gebaut? Ja, natürlich. Du hast doch Item Ducts, nicht wahr? Damit können wir das verbinden. Richtig. Großartig. Ich habe 6 Fluid Ducts. Na toll, du hast eben kein Item Duct, du hast Fluid Ducts. Ja, die aber theoretisch ist das dasselbe, außer dass das nicht die Klospülung ist, sondern für harte Items. Genau. Fluid Duct transportiert Flüssigkeiten und ein Item Duct transportiert Items. Aber ein Item Duct ist auch ganz leicht herzustellen. Weißt du was, das machen wir beim nächsten Mal, da automatisieren wir das noch mehr. Dann automatisieren wir den Pesti. Und dann bekommen wir automatisch Gravel. Vollautomatisch. Hurra! Juhu. Aber dann müssen wir trotzdem weiterhin hier Kohle reinstopfen. Das wird ein Problem. Wir können auch dich reinstecken. Ich habe aber 29 Kohle im Inventar. Ich weiß gar nicht, warum. Okay, alles gut. Wunderbar. Yay. Ich möchte dich jetzt nur hier jetzt nochmal offiziell bitten. Guck doch mal in dein Inventar rein, was du... Ich guck da gar nicht hin. Ich will das jetzt nicht nochmal so schneiden. Das war beim ersten Mal komisch, aber jetzt muss es auch gut sein. vielleicht hast du noch irgendwelche Schätze im Inventar. Mach mal kurz eine Inventur. Was ist denn da drin? Sag mal an. Plastic Sheets? Greenstain Clay Slab. Naja, gut. Ja. Stick. Copper Ingot. Muss ich gleich in die Truhe noch holen? Stick. Ja, so Metalle sollten wir schon noch einholen. Ja, ich habe die vorhin wegen dem Bauen. Hab ich noch. Flint. Ja. Gunpowder. Ja. Woodblanks. Bone Meal. Brown Stained Clay Pillar. Quecksilber. Meine Spitzhacke auf Splinter Dreams. Siehste, du hast doch eine Spitzhacke, hast du nicht vorhin geheult, du hast keine? Ach ja, dann war es eine Axt, die mir fehlte. Sand Brick habe ich, Certus Quartz Dust, ja. Leather Cap, ja. Ein Raw Fish, so einen magischen, ja. Lapis Lazuli, Potato, Wood Planks, Stick, Fluid Duct. Ja. Ja, 2 verschiedenfarbige halt. Ja, großartig. Redstone Transmission Coil. Cobblestone. Eine Verschwendung. Broken Silver Ore, was wahrscheinlich, weil ich neben dem Staubsauger stand. Fence. Carrot Juice. Dann habe ich noch das Questbook, unser Schwert, ein bisschen Weed, dein Clipboard, Gravel und Baked Potatoes. Das Clipboard kannst du mir geben, dann schreibe ich da neue Sachen drauf. Was hast denn du da abgehakt? Hast du überhaupt irgendwas abgehakt? Dein Sklavenbrett. Ding! Fluid Duct hast du auch gemacht. Furnace Generator habe ich gemacht. Wir haben alles abgeschlossen. Außer das letzte. Ja, verstehe, was ich sage. Na gut, das lasse ich mal nochmal stehen. Hä? Aber, kann ich nicht richtig lesen? Ja, gut.
Wunderbar. Ich werde mir dann zum nächsten Mal noch weitere lustige Sachen überlegen, die du machen kannst. Nein. Ja, wahrscheinlich nackt da vorne in die Hütte reinlaufen, ne? Ja, natürlich. Und den Watuzzi tanzen. Du wirst, das Projekt ist dann so schnell beendet hier. Ja. Achso, ich habe noch einen Hammer, warte. Dazu eigentlich noch eine Sache, das Projekt ist beendet. Das wollte ich eigentlich am Anfang der Aufnahme sagen. Wer weiß, wann dieses Video veröffentlicht wird. Ich hatte mit dem Glenwan gestern, glaube ich, geschrieben oder vorgestern, wie auch immer, dass wir mal noch ein anderes Minecraft, doch, noch ein anderes Minecraft-Projekt machen wollten. Oder ich wollte jedenfalls. Und da meinte der Glenwan erst, das wäre ihm eigentlich egal, was wir aufnehmen würden. Und deshalb frage ich jetzt einfach mal die Zuschauer, ob denen das auch egal ist. Und ob wir das nicht so machen wollen, dass wir vielleicht von mir aus 10 Episoden oder 2-3 Aufnahmesessions von Agrarian Skies machen. Und dann eine Aufnahmesession von dem anderen Projekt, dass die sich immer über ein paar Episoden hinweg so abwechseln. Da würde ich mal gerne wissen. Oder wöchentlicher Wechsel oder zweiwöchentlicher Wechsel. Oder sowas. Irgendwie so ein Wechsel hin und her. Oder ob wir jetzt sagen, wir machen einen Monat Pause mit Agrarian Skies und machen dann das andere. Dann kommen wir schneller in die Wechseljahre. Ja, irgendwie sowas. Ob wir das ein bisschen wechselnd machen sollen, ob die Zuschauer das interessant finden, könnte uns ja mal sagen, wie ihr dazu steht. Ich würde es eigentlich ganz gerne machen, weil ich noch andere Sachen vorhabe mit Mods, die hier nicht drin sind. Und Skyblock ist ja nicht so ausfüllend. Also man kann ja nicht alles machen, das dauert alles so lange. Wir sind bestimmt schon kurz vor Episode 50 oder so. Wir haben schon ziemlich viel gemacht. So viel schon. Ja, ganz großartig. Ja, wo bin ich? Ja. Okay, so, wieder einen schönen Monolog gehalten. Hast du dem noch etwas hinzuzufügen? Pessi ist der Beste. Ja. Nicht. Und du weißt selber nicht, worum es geht in dem Modpack. Aber ich bin ja du da. Hast gesagt, du wolltest mir eine Einleitung geben, aber wenn ich jetzt schon wieder sehe, dass du mir hier vorher auch eine Einleitung geben wolltest und dann war auf einmal hieß es, die Aufnahme ist schon gestartet. Was wollte ich dir? Du Nein. wolltest dir zeigen, was du offscreen noch gemacht hast. Das ja, hast aber gemacht. Das will ich dir doch onscreen zeigen. Verstehst du? Ich will doch dem Zuschauer zeigen, dass ich dir was zeige. Ach so, ist ja auch ja, egal. Super, ja. Ist ja auch egal. So, der wird dir noch weiterarbeiten. Warum sieven wir Gravel? Du hast das da reingetan, wenn ich nicht. Ja, ich hab's da reingetan, weil es in der Kiste war. Ach, keine Ahnung, warum. Vielleicht wegen Gravel. Diamant? Geh weg, geh weg. Geh runter von mir. Boah. Ja, ich weiß nicht. Ich brauche eigentlich keinen Diamant gerade. Ich weiß nicht. Ich muss mir erstmal wieder einen Überblick verschaffen. Das machen wir zwischen den Aufnahmen. So, gut. Machen wir das? Ich mach das, meine ich. Ich mach das, du bist mir jetzt hier nur im Weg. Du bringst mich nur durcheinander. Boah, dann springe ich jetzt hier runter. Ja, wir haben schon Leben verschwendet, so ein blöder Mist. Du. Oh. Sag ja. Powering up complete, habe ich nicht gemacht, ha? Ja. Ich habe einen Pulverizer gebaut, wir können eine Quest abschließen. Ja, habe ich doch schon. Oh, ein Diamond Hammer. Diamond Hammer. Oh, jetzt brauchen wir den scheiß Automatismus gar nicht mehr. Ja, den Diamond Hammer. Ich habe den mittleren genommen. Fortune 3 hat der. Der hat Glück. Da bekommen wir auch noch mehr raus, ja, meine Fresse. Ja, toll, alles umsonst gemacht. Nee, den brauchen wir ja noch, um das Metall zusammenzukloppen. Ist ja egal. Wir haben ein Greater Reward Bag. Mach den mal noch auf. Das ist der Abschluss. Ja, warte doch. Ich wollte schon vor 10 Minuten Tschüss sagen. Ja, mach doch. Tschüss. Trotzdem sind wir noch da. Ach, verdammt. Wieso habe ich jetzt Kohle im Rucksack? Ist doch egal, Jess. Jetzt mach schon deinen dreckigen Reward-Bag auf. Der ist nicht dreckig, das ist ein Greater. Greater, ja, das ist was Besonderes. Nein, ich hab nur ein Reward-Bag. Da steht in Blau drunter Greater. Ist ja auch egal. Mach ihn auf. Stimmt. Ich habe 4 Nutmeg-Saplings. Nutmeg? Was ist das denn? Irgendeine scheiß Frucht? So ein Beschiss. Und ich habe ein Buch. Ja, kannst du was lesen bis zur nächsten Aufnahme. Ein verzaubertes Buch. Oh. Ein Buch mit Fortune 3. Aber ich habe gerade einen Diamond Hammer mit Fortune 3 gekriegt. Wie dämlich ist das denn? Ja, toll. Das ist ein verzaubertes Buch. Mit Glück 3. Großartig. Sinnlosigkeit hoch 3. Gut. Wunderbar. Blöd, dass wir das Schwein nicht mit sich selbst züchten können. Pflanz da keinen Baum drin, bitte. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte das Herz hier wegschmeißen. Ja, du bist doch dämlich, Mann. Was? Komm. So, weißt du was? Das sind 4 Saplings, richtig? Ja. Gib mir die mal, ich werde die anpflanzen zum nächsten Mal. Ich mache hier Ich mach die Baumstümpfe weg. Na gut, die wachsen dann bis zum nächsten Mal. Gut, dann können wir jetzt schon mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Willst du zuletzt tschüss sagen? Oder sag ich? Puh.
hast jetzt schon aufgehört, oder? Wer sagt denn jetzt zuletzt Tschüss? Ist doch egal. Tschüss? Tschüss?